Händlerin Rumpelzahn. Seht euch nur in Ruhe um. Gerne, was verkauft ihr Gutes? Okay, hier hätten wir auch eine Wollhose oder so kriegen können. Soldatenhandschuhe, Lederhandschuhe, Stoffmütze. Ja, Meister Magdosch. Geht um Armbrüste. Aber ja, woher wusstet ihr? Bitte zeigt mir, was ihr mich lehren könnt. Bogenbau, Armbrust. Ja, hier könnten wir für Gladys den Lademeister lernen. Ja, zeigt mal, was du zu verkaufen hast. Ja, jede Menge Sachen. Kriegsbolzen. Ja, aus der leichten Armbrust und der verbesserten Seele können wir dann diese Armbrust herstellen für Gladys. Eine leichte Armbrust hat sie ja schon. Für eine verbesserte Seele brauchen wir eine Seele und zwei Salbenfett. Ja, aber das können wir erstmal lassen. Ja, Händlerin Viola ist hier hinten. Hier ist auch wieder ein Fass. Und Händler Harpel. Willkommen. Schaut euch nur um. Ich biete die beste Ware und das umfangreichste Sortiment in ganz Ferdok an. Bei Preisen, die euren Geldbeutel entzücken werden. Okay, da bin ich neugierig. Zeigt mal. Selbstverständlich, wie über das Zentrum mit unserem Angebot. Ja, Vater. Wow, Haarnadel, Silberringe, Goldringe. Wobei, gegen die Haarnadel habe ich nichts einzuwenden. Folgt mir. Guten Tag, was kann ich euch Gutes anbieten? Zeigt mir eure Ware. Okay, sie zeigt mir auch nur die Ringe noch. Ach, wie soll ich nur je wieder unter Leute treten? Hm. Alle meine Freunde werden mich auslachen. Oh. Diese Schande. Oh, diese Schande. Halt! Kommt bloß nicht zu nahe. Okay. Was aber? Nichts aber. Seht mich nicht an. Und ja, das geht mit dem Fassen bei euch ohnehin nicht. Ja, da habt ihr auch wieder recht. Wenn ihr aber gekommen seid, um mich zu verhöhnen, dann muss ich euch sagen, dass ich... Das ist wirklich nicht meine Absicht. Wollt ihr mir nicht erklären, warum ihr euch überhaupt hier versteckt? Ach, Schande über mich. Ich wollte doch nur meine Hühner vor diesem Köter beschützen. Er hatte vorher schon einige gerissen. Im Morgengrauen bin ich ihm dann begegnet. Den Gar wollte ich ihm ausmachen. Auf offener Straße tobt unser Kampf. Und weiter, was ist dann geschehen? Ihr müsst wissen, dieses Vieh ist so groß wie ich. Ja, was sage ich? Doppelt so groß. Mit bloßen Händen habe ich gegen die Bestie gekämpft. Und dann ist es passiert. Ja, was denn? Du sagtest doch. Er hat mir den Bart abgerissen. Meinen schönen Bart. Wie soll ich mich nur je wieder unter Leute wagen? All diese Schande. Das ist natürlich eine Katastrophe. Verzagen solltet ihr aber dennoch nicht. Es gibt immer einen Ausweg. Ach, aus eurem Mund ist das einfach. Könnt ihr dir nicht einem Armzwerg helfen? Irgendwie muss ich doch an einen neuen Bart kommen. Ich will sehen, was ich für euch tun kann. Es wird sich doch sicher ein falscher Bart finden lassen. Hattet ihr vielleicht selbst schon eine Idee?
Habt ihr natürlich recht. Leider habe ich jetzt für so etwas keine Zeit. Vielleicht schaue ich später nochmal nach. Nehmen wir das erste. In der Tat, die habe ich. Dieser gemeine Köter hat ein verfluchtiges Fell. Es könnte durchaus einen guten Bartesatz abgeben. Bringt ihn zur Strecke und holt mir das Fell, damit ich es ausprobieren kann. Ich bitte euch. Wenn es euch so am Herzen liegt, werde ich mich dem Untier annehmen. Wirklich, das ist ja großartig. Sucht am besten am Stadttor. In der Nähe liegt mein Haus. Wahrscheinlich macht er sich das Mistvieh gerade über meine schönen Hühner her, jetzt wo ich sie nicht beschützen kann. Ja, die Bartprothese. Ein Zwerg hat seinen Bart im Kampf mit einem Hund verloren. Jetzt ist er ganz beschämt und traut sich nicht mehr unter Leute. Finde deinen Bartersatz. Ich sollte den streunenden Hund, der dem Zwerg das Übel angetan hat, finden und zur Strecke bringen. Sein dichtes Fell könnte der Zwerg als Bartersatz nutzen. Okay, normalerweise töte ich keine Hunde, aber mal gucken, was das für ein Viech ist. Meister Fluxosch grüßt euch. Geht's ums Schmieden? Ja, nicht direkt ums Schmieden, eher um euer Geschmiedetes. Welche Dinge habt ihr zu verkaufen? Schleifsteine auf jeden Fall, Kugeln. Anleitung für ein Eisenschild. Albenholz, Blattgold. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Blattgold haben wir. Was brauchen wir alles? Lederbänder, Kohle haben wir. Albenholz und Blattgold. Lass das mal vor Grimm machen. Albenholz müssten wir noch welches kaufen. Das ist aber kein Problem. Koscher Stahl. Müssten wir wahrscheinlich auch kaufen. Also ein Albenholz, wir haben 4, ja. Ja. Aber nicht jetzt. Verschlossene Truhe. So, Städter. Ja, bin ich jetzt an dem Typ vorbeigelaufen? Ist er hier oben? Ach, der ist hier oben. Okay, da unten sind Städter. Komme ich überhaupt da unten hin? Städterin. Was? Amazone voraus. Hier würde ich hochkommen. Hier würde ich hochkommen. Das Zwergenviertel ist dicht. Hier kommt ihr nicht durch. Okay. Also, wir kommen nicht ins Zwergenviertel. Dann gehen wir halt mal hier hoch. Hier ist auf jeden Fall die zwielichtige Person. Ihr benötigt spezielles Werkzeug. Ja, lass mal sehen. Also, du hast auch Haarnadel, sogar Dietriche. Fingerklinge. Für Taschendiebstahl aber brauchen wir nicht. Okay, Pereine. Nein, welche Schande! Das Haus der Göttin verwaist? Im Namen der göttlichen Leon, durch den ruhmreichen Tod der geweihten Rosiade zu Waldstein bei der Schlacht auf dem
Mythras Felde vor Werheim bleibt der Tempel der Rondor bis auf weiteres geschlossen. Okay. Welche Dinge könnt ihr mich lehren? Heilkunde, Gift, okay. Bitte lasst mich sehen, was ihr anzubieten. Einbeersaft, ja, wäre nicht schlecht. Willkommen. Was für ein Kraut ihr auch sucht, hier werdet ihr es finden. Aha, zeigt mal, was ihr so habt. Ja, Einbeeren. Einbeeren kaufen wäre eigentlich auch nie verkehrt. Also vor allem 20 Stück für 4 Silber. Aber brauchen wir im Augenblick gerade nicht. So, Rüstungshändler haben wir noch und den Wirt. Und da hinten... Oh, Aralia ist jetzt hier. Seid gegrüßt. Benötigt ihr Rüstzeug? Seht euch in meinem reichhaltigen Angebot ruhig um. Na, dann zeigt mal, was ihr habt. Ja. Sturmhaube, die wäre schön. Oder noch besser, Flügelhelm eher nicht. Sturmhaube ist praktischer. Kettenhemd. Wobei, ist eigentlich genauso gut wie meine Schürze, weil das ist eigentlich auch Kettenhemd. Beinschienen. Na klar. Ja, Lederbeinschienen. Aber so Bein- und Schulterteile sind doch sehr recht teuer. Aufgepasst. Gute Entscheidung. Habt ihr Durst? Dann nehmt einen Schluck. Da sage ich nicht nein. Was habt ihr denn Gutes? Dunkles Zwergenbier und helles Pferd, okay. Gut. Also nichts Besonderes. Hohoho, bei mir findet ihr die schärfsten Schwerter und breitesten Äxte. Oder habt ihr lieber einen wuchtigen Streitkolben in der Hand? Da bin ich gespannt. Zeig mal her. Was haben wir? Ein Holzschild. Hätte er im Angebot. Leichte Armbrust, alles Mögliche. Ja, komm, das Holzschild, das kaufen wir mal. So. Habe übrigens immer noch nicht geguckt, wie man Sachen aus der Menüleiste entfernt. Ich begrüße euch an meinem Stand. Wir haben uns doch schon in Arbeitstreu gesehen. Seid ihr viel auf Reisen? Ja, das will ich von meinen. Weshalb fragt ihr? Ach, ich beneide euch. Es gab eine Zeit, zu der ich selbst hier unterwegs sein konnte. So seit ich meinen kleinen Stand hier habe, aber ich schweife ab. Eigentlich geht es um eine Zutat zu einem Rezept. Eine Zutat? Um was für ein Rezept geht es denn? Nun, ich habe da ein altes Rezept für einen mächtigen Trank. Ein Meisterstück der Alchemie. Doch es ist nicht ganz schlüssig. Das macht keinen Sinn. Eine der Zutaten scheint nicht zu stimmen. Ich glaube, es ist der Manticore-Stachel. Nur kann ich ja hier auch nicht einfach weg. Wenn ihr jemanden auftreiben könntet, der diese Zutat kennt oder weiß, was man stattdessen verwenden kann, wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Ich würde euch an der Errungenschaft teilhaben lassen. Und falls ihr den Weg Alchemisten zu schätzen wisst, würde ich mich euch vielleicht sogar anschließen. Nur zu gerne würde ich mal wieder auf Reisen gehen. Nun, das ist wahrlich ein Angebot. Ich werde meine Augen für euch offen halten. Dann wollen wir es so halten. Hier habt ihr das Rezept. Doch wo sind meine Gedanken? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Auralia und ihr seid Brenoir, Sohn des Durin. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Für eure Hilfe bin ich wirklich dankbar. Ich bin sicher, es wird sich jemand finden, der mit dem Rezept etwas anzufangen weiß. Ich hoffe es. Sagt Brenoir, was kann ich für euch tun? Was habt ihr denn im Angebot? Ja, 5 Einbeeren für Silber und Rezepte.
Ja, der Heiltrank. Ist auch immer wichtig. Dafür bräuchten wir Würselkraut und Zwiedestillat. Das ist das Zeug hier, was relativ ja teuer ist. Und ich glaube, es gibt auch kein Rezept, um das herzustellen. Zaubertrank gibt ASP. Ja, benötigt auch Zwiedestillat.